Sattel. Moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Force of Nature 2. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. So, wir sehen hier, unser Hühnchen ist gleich fertig. Ich kann dir mal auf der Karte zeigen. Ich war jetzt so frei und habe hier ein bisschen erkundet. Da oben, da müssen wir hin, ja. Das werden wir heute aber noch nicht machen. Das ist unsere Aufgabe hier, ja. Check the source of strange light. Da müssen wir hin. Aber ich möchte mich erstmal ein bisschen vorbereiten und wir müssen hier ein bisschen weitermachen, ja. Ich würde jetzt gerne erstmal hier alles einsammeln, was da ist, ne. So, das ist übrigens sehr schön. Wenn man die linke Alt-Taste gedrückt hat, tut er automatisch alles abernten hier. Und Steuerungstaste sammelt er alles ein. Finde ich mega genial. Hier können wir die Potatoes noch mitnehmen, also die Kartoffeln. Die sind ganz wichtig. Und da unser Hühnchen, wie man gerade eben gesehen hat, macht jetzt ein Ei, ja. Finde ich auch ganz wichtig. So, weil das können wir auch gut gebrauchen. Machen wir das mal zu, denn wir brauchen jede Menge Essen. Und ich möchte heute zusehen, dass wir Tailoring, also sprich Rüstungen, hinbekommen, ja. Seedbed, wie viel können wir da hinpflanzen von den Kartoffeln? Nein, wir haben 6 Kartoffeln, okay. Wir brauchen aber erstmal Wasser. Warum haben wir kein Wasser mehr? Gib mir mal den hier, dann machen wir den mal was voll. Wobbeli wobbel, hobbeli hopp, gerade was Wasser holen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so ein Gerbergestell bauen, auf dem wir dann Pelze, hoffe ich zumindest, zu Leder verarbeiten können. Ich hoffe, dass das so geht. Wenn nicht, brauchen wir halt wirklich Tierhaut. Da müssen wir gucken, dass wir eine Tierhaut kriegen. Und das brauchen wir, um halt dann die Tailoring freizuschalten. Das braucht mindestens ein Leder. So, jetzt können wir hier 4 Stück. Haben wir nur 4? 18, 4. Damit haben wir 18. 4 von 6. Was ist hier? Raw Water, Pure Water. Hä? Na, dann pflanzt die 4 Stück mal. Ich glaube, mehr Platz ist da drauf nicht, ne? Kann das sein? Müssen wir mal ein zweites anlegen. Ich hoffe, die wachsen jetzt alle. Ja, wir haben nur die 2. Dann lass mal hier gucken. Guck, hier könnte ich jetzt noch 2 machen. Also da passen echt nur 4 rein. Hier tun wir jetzt aber mal wieder die Leinen anpflanzen. Bitteschön. Dann müssen wir auch noch 2 Felder machen. Auf jeden Fall. Ich will viele Kartoffeln haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob da mehr rauskommen als 4 Stück. Wäre eigentlich ganz logisch, ne? Das Ei kannst du mir mal geben. Das können wir nämlich schön kochen. Mach mal zu. Füttern tun wir das jetzt noch nicht. So. Jetzt wollte ich mal gucken. Craft war es hier. Ne, hier bei Build, ne? Genau, hier die Tannery. Die brauchen wir. Wir brauchen einmal einen Jug und 10 Ropes. Gucken wir erstmal, ob wir die Ropes hinkriegen hier. So, Rope ist hier. Wie viel können wir machen? 6. Die machen wir schon mal da. Mach mal zu. Ich hoffe, der tut die da automatisch machen. Nein, du musst stehen bleiben. Du musst. Alter, lauf doch nicht mal da drum rum. Bitteschön. Jetzt macht er die. Toll. Mach doch mal auf, wie ich will sehen. Das ist natürlich doof, dass er daneben stehen bleiben muss. Aber, ne? So, fertig. Ich hoffe doch. Gib mir die mal. Dann lass mal gucken, wie es jetzt aussieht. Traps sind mir gerade egal. Heißt, jetzt haben wir 6 von 10. Wir brauchen noch 4. Das ist gleich auch wieder fertig. Dann können wir noch ein bisschen von den Leinen sammeln gehen. Vorausgesetzt, wir haben was. Oder wir können mal gucken, was wir brauchen für die neuen oder für noch mehr Felder hier. Das wäre auch ganz praktisch. Das ist ja immer bei Bild. So, Kohle, Basket. Was haben wir hier? Seedbed braucht Soil. Wir brauchen viel Soil. Also 15, zweimal wären dann 30. Lass mal gucken, wie viel wir hier haben. Ist, glaube ich, noch ein bisschen drin. Ne? Guck, hier ist nämlich schon Pelz. Steine, Logs, alles drin. Keine Soil, okay. Dann gib mir mal die hier und die Soil war hier hinten, ne? So. Was da rauskommt. Nix. Super. Okay, sammeln wir mal gerade 30 Soil. Siehste, währenddessen sind die auch fertig hier, aber dann können wir die mal gerade dahin bauen. 2 Stück noch. So, also ich würde echt sagen, dass man sich wirklich erstmal vorbereiten muss, bevor man da hochlatscht. Ne? Wurde ja auch schon geschrieben in den Kommentaren. So, kann ich auch nur empfehlen. Da ist alles voll mit Füchsen, Schweinen und sonst was. Also wir brauchen erstmal jetzt auf jeden Fall ein bisschen Rüstung und dann vielleicht eine bessere Waffe als den Knüppel hier. Würde ich sagen. Und jede Menge Nahrung. Deswegen erstmal hier im Vorhinein alles fertig machen.
Und dann gucken, dass wir hier nochmal Kartoffeln und so weiter anpflanzen. Die Eier sind auch nicht verkehrt. Habe ich schon gesehen. Die geben, glaube ich, 20 Gesundheit in ein paar Sekunden. Also die sind sehr gut dafür geeignet, um hier wieder unser Leben aufzufüllen dann schnell. Aber wir können halt im Moment nur ein Tier beherbergen und immer nur ein Ei legen lassen. Ne? So, fertig das Ding. Lass mal gucken hier rein. 4 Kartoffeln. Ne, nix Linnen. Hier, Potatoes. Da haben wir nur 2. Dann mach erstmal weg. Okay, es kommen definitiv mehr als, definitiv mehr als 4 Kartoffeln raus. Dann, hier, bitteschön, 4. Hier, auch 4. Und hier können wir 2 machen. Wir haben noch genug Kartoffeln, da müssen wir gerade wieder Wasser holen. So, kann ich eigentlich, wenn ich rechts draufklicke oder so hier? Nein. Leider nicht, das ist ein bisschen doof. Ich würde gerne hier einfach so draufklicken können. Aber nimmt den dann immer nur raus. Finde ich ein bisschen umständlich, dass man das immer über die Tastatur machen muss. Aber okay, so ist es halt, ne? So ist es halt. Sammeln wir gerade ein bisschen Wasser. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bei den Kartoffeln und so scheint das auch scheißegal zu sein, dass das Salzwasser ist. Nehmen wir natürlich gerne anderen, ne? 4 Stück rein. 4 Stück könnten wir schon brutzeln. Hier oben können wir dann wieder die Leinen reinmachen. Passt auch. So, dann zeig mal. Hier war das, ne? Tannery braucht 10 Seile. Wir müssen noch 4 Stück machen. 1, 2, 3, 4. So, das sollte reichen. Sollte es auch da hingehen und das machen. Bitteschön. Dann macht das wieder nicht. Die Pfeife. Danke. Aber 10 Stück. Was fehlt jetzt noch? Ein Jug. Den haben wir hier, oder? Konnten wir den nicht hier herstellen? Nee, hier irgendwo, ne? Bild. War der nicht auch hier am Tisch? Ich glaube, der war auch hier am Tisch. Asche, Planke, Splinter. Oder können wir den noch nicht? Das wäre natürlich sehr blöde, wenn wir den noch nicht könnten. Guck mal hier, Steinspeer. Macht auch 8 Damage, genauso wie der Knüppel, bringt also nicht viel. Die macht 10. Hm, das lohnt sich, glaube ich, noch nicht. So, da unten haben wir einen Steinhammer. Required Discoveries, Crafting Speed minus 10%. Okay. Wo haben wir denn den Jug gemacht? Haben wir den hier am Feuer gemacht? Da ist der Jug. Braucht 5 Clay. Okay, haben wir noch Clay? Ich weiß nicht, wo das Huhn rumrennt. Müssen wir mal gucken. Clay haben wir noch. Das ist gut. Dann gib mal her. Machen wir einen Jug. Crafte mal. Bitteschön. Hier können wir den wieder reintun. So, und hier können wir dann auch, hier sieht man es, Fried Egg. 20 Leben in 15 Sekunden. Sehr gut. Brauchen wir allerdings eine Pfanne für. Warten wir mal kurz. Jetzt möchte ich erst das Taylor-Ding aufhängen. Aufhängen. Aufstellen. So. Aufhängen. Jede. Wieder jede Menge hier. Können wir die hier jetzt nochmal füttern? Wait here, follow me, feed. Wir brauchen... Ah, pure water brauchen wir. Okay. Okay, dann können wir mal hier rangehen. Danke. Hier bitte pure water machen. 8 Stück. So. 33 pure water. Das sollte erstmal reichen. Feed. Ah, guck, kann immer nur 1 machen. Deswegen, ne, den sammeln wir ein, das sammeln wir ein. Aber die sind schon wieder fertig hier, okay. Na dann, wir warten aber noch. Und jetzt müssten wir hier, so, Tannery bauen können. Genau. So, wo da oben. Stellen wir die mal hier so hin. Sehr schön. Die braucht man nämlich für das Leder, gehe ich mal stark von aus. Also, wo soll man es sonst machen, ne? Ist nun mal ein Gerbegestell. Gucken wir mal. The plant has grown potato. Okay. Schwupp. Die sind auch fertig. Tannery ist fertig. New Cook Leder. Was brauchen wir dafür? Ein Pelz. Sehr gut. Haben wir den hier? Wir haben Pelze dabei. Können wir direkt 11 Stück machen. So, ich hoffe, der macht das von alleine. Macht er. Sehr gut. Dann können wir hier hingehen. Wupp. Wupp. Und alles einsammeln. So, hier bitte nochmal die drauf. So. Wasser sollten wir jetzt auch genug haben. Hier können wieder Kartoffeln drauf.
Kartoffeln und Kartoffeln. So, da sieht das Ganze doch schon schöner aus. Jetzt können wir hier hingehen, während die da dran sind, können wir uns 32 gebackene Kartoffeln machen. Die bringen auch 10 Gesundheit in 10 Sekunden, das ist ja schon mal was. So, dass wir dann wenigstens schon mal Leben regenerieren können, wenn wir uns da oben rumprügeln, ne? Darum ging es mir. So, die Seeds mal auf Seite. Die Claws brauchen wir eigentlich auch nicht. Die könnten auch irgendwo da in den Korb. Moors, was ist das? Dafür brauchen wir Grapes und Äpfel. Kann es sein, dass das Most ist oder so? Stamina, Health, Attack Speed plus 5%. Okay. Any Stockpot. Fried Meat braucht die Pfanne. Da könnten wir mal gucken, ob wir die hier irgendwo machen können. Craft. Ich werde das nie lernen, ey. Ich werde es nie lernen. Mörser, Pot, Jug, Firing Pan. Braucht auch wieder 5. So, aber ich glaube, wir müssen hier stehen bleiben, ne, oder? Nein, das macht auch von alleine. Könnten wir eigentlich hier hingehen. Und noch ein bisschen Lehm hier rausholen. So, dass wir vielleicht auch eine Pfanne machen können. Wir bräuchten 6 Stück. Okay, wir brauchen viel davon. Sagen wir es, wie es ist. Aber so ist das Leben. Wupp. Ich weiß nicht, wie viel wir für eine Pfanne brauchen. Exkremente, da können wir bestimmt Dünger draus machen. Unser Inventar ist auch sehr, sehr klein. Damage taken 100%. Siehst du, wir brauchen unbedingt Klamotten. Deswegen siehst du hier auch nichts. Ne? Sitzen wir hier in der Unterhose. Wir haben nur unsere Jeans, die Turnschuhe und das T-Shirt. Gib mir mal das Ei. Danke. So, kannst du da drauf tun. Kannst du wieder füttern. Bitteschön. Schleppt das Ei mit sich rum. Der ist fertig. Dann könnten wir hier nämlich mal gucken. Skills, Objectives. Nee, wo war das denn jetzt? Remove, remove, move. Ghosts, Labels on off. Build. Ach nee, das war am Tisch hier. Da. Hier war das, ne? Genau. Tailory wollte ich haben, weil wir sehen es. Ein Pelz, Leder und ein Seil. Ne? Hier oben sind, glaube ich, noch Pelze drin irgendwo. Ah, da, genau, einer. Der, den wir brauchen. Können wir hier hingehen, noch ein Seil machen. Genau, eins. Da hat es schon wieder hingekackt, das Ferkel. Dann haben wir das auch, das Seil. Gib. So, jetzt kann ich hier hingehen und mir ein Leder nehmen oder von mir aus auch 9. So, dann können wir nämlich hier die Tailory freischalten und gucken, dass wir uns eine Rüstung bauen. Und wenn es nur aus Leder ist am Anfang, alles ist besser als gar keine Rüstung. Ich möchte nämlich mal ein bisschen hier Damage Reduce haben. So, dass wir weniger aufs Maul kriegen, wenn wir halt die Tiere angreifen, ne? So, Tailory fertig. Jetzt können wir hier beim Build New machen. Tailor Table. Schon wieder 10 Seile. Boah, ganz ehrlich, wir müssen hier mehr abholzen. Wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen mehr Platz bei den ganzen Tischen. Die müssen wir ja freilassen. Wir können jetzt erstmal die Axt reinnehmen und hier ein bisschen klein machen. So, dass wir hier rankommen. Weil langsam brauchen wir auch ein bisschen Stauraum. Kann nicht sein hier. So. Zumindest sind uns noch keine Goblins und so ein Kack begegnet, wie aus dem ersten Teil. Unten der kann noch weg. Einfach hier mal ein bisschen Platz machen, wie gesagt. So, alles voll mit Sticks und Stöcken und was weiß ich. Ropes, wie viel kriegen wir hin? 9, ne? Na toll. Na toll, genau einer fehlt hier. Jetzt nicht mehr. So. Kraft noch eins. Jetzt müsste es reichen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, dann bin ich mal gespannt, was wir am Tailor Table alles herstellen können. Die haben wir. Sehr gut. 15 Sticks, 15 Holz. Das haben wir hier drüben liegen. Haben wir ja gerade alles zerkloppt. So, wie sieht's aus? Holz fehlt. Dafür brauchen wir ja die großen.
Haben wir hier noch was drin? Nein, aber da. Danke. So, her mit dem Taylor-Table. Der ist länglich. Stellen wir ihn mal hier hin. Ich hoffe, wir können ihn nur umstellen. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir später so viele Ressourcen haben, dass wir einfach einen neuen bauen können. So. Und dann müssen wir gucken. Während der da dran ist, können wir gleich mal gucken, was wir für Metallurgie brauchen. So, dass wir uns dann vielleicht bessere Waffen machen können. Dafür gibt es dann wahrscheinlich dann einen Waffentisch, wetten wir? Wie es halt so schön ist, ne? Wie es so schön ist. So. Sehr, sehr schön. Da sind die noch drin. Das ist auch alles am Wachsen hier oder ist gewachsen. Überall liegt die Kacke rum hier. So, was können wir denn jetzt hier machen? Skin Boots, Armor 3, Health plus 7. Brauchen wir dafür Wood? Was? Holzknöpfe? Wo sollen wir die denn machen? Taylor Table Level 2. Okay. Ah, da, guck mal. Pelze. Ne, da haben wir. Noch 8 Stück übrig. Was ist hier? Skin Sandals. Run Speed plus 5. Nein. Skin Code braucht 3. Dann lass mal gucken. Wood Buttons. Okay, dann machen wir direkt 25, 48 hier. Mach mal. Ah, da muss ein. Aha, da muss ein Knife rein. Okay, dann müssen wir erstmal ein Knife machen. So. Dafür brauchen wir 2. Dafür brauchen wir 3. Sind 5 und hier 3 sind 8. Dann hätten wir das schon mal alles. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal ein Messer machen hier. Craft. Stone Knife braucht wieder ein Splinter und ein Rope. Warum immer Ropes? Für alles brauchst du hier Ropes. Gib mal eins. Danke. So, Splinter. Haben wir die hier drin gehabt? Oder hier? Nein, nirgends. Heißt, Kleinkloppen, ne? War das nicht hier drin? Irgendwo? Die Splinter? Die kamen hier, glaube ich, mit raus. Müssen wir mal gucken. Oder kann man die noch kleiner machen? Ich weiß jetzt gar nicht, wo die rauskamen. Naja, wir werden es sehen. Stone, Stone, Stone. Alles nur Stones. Boah, wo haben wir nochmal die Splinter hergekriegt? Wir könnten ja einfach mal gucken, ne? Can be produced in the following constructions crafting table. So, siehst du. Ich Experte, gib mal her. Splinter. Einmal herstellen. So. Stone Knife. Sollte die vielleicht auch nehmen. Kann ich eins herstellen. Das kann man dann reinpacken. Dann können wir uns schon mal die Boots und so machen. Danke. Das ist hier rein, das Tool. Bitteschön. Jetzt können wir schon mal die ganzen Knöpfe machen. Da. Du machst Knöpfe. Macht er das von alleine? Nein, ich muss da stehen. Oh Gott. Ich muss echt da stehen. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Machen wir direkt. Warte mal. 3, 3 sind 6. Und hier sind 8. 1, 2. Dann könnten wir eigentlich auch direkt die dicken machen, ne? Oder? Dafür brauchen wir halt nur Pelze. Da müssen wir wieder Schweine jagen. Aber jetzt weiß ich nicht, ist das eher für den Winter gedacht? Ich glaube schon, ne? Armor 3, Armor 3, warte mal. Die hier bringen 7 Health, 3 Armor. Die bringen mehr Stamina und mehr Health. Okay. Was müssen wir hier machen gleich an dem Ding? Hallo. So, wie viele Knöpfe macht denn der noch? Viel zu viele. Machen wir weg. Das reicht. So, lass mal gucken, was wir für die Metallurgie brauchen. Ein Kupfererz can be obtained by smashing certain stones with a pick. Also, müssen wir so oder so dann los. Steine klopfen, um an die... an das Kupfererz zu kommen. Du kannst das mal behalten. Jetzt haben wir natürlich alles zu Leder gemacht, wir Experten. Da müssen wir noch ein paar Schweinchen und so finden für Pelze. Mindestens 3 Stück. Das sollte aber kein Problem sein, so viele wie hier rumlaufen. Da ist eine Gans, da ist eine Kuh.
Dass hier nicht alles rumrennt, ey. Was hier nicht alles rumrennt. Nur leider haben wir nichts. Ja, komm her, Fuchsi. Aber der geht jetzt wieder laufen, ne? Die habe ich schon im ersten Teil gehasst. Siehst du, jetzt verpisst er sich wieder. Und läuft zu noch drei Stück. Dann bist du wieder tot. So wie in der letzten Folge, ne? Es ist einfach meh. Einfach meh. Es gibt jetzt natürlich auch nichts, ne? Außer Fleisch, was wir nicht brauchen. Und wir haben nichts zu essen. Das ist wieder gut. Komm, wir machen die Pfannen für Fleisch. Genau deswegen wollte ich mich vorbereiten. Genau deswegen. So. Das ist ein ganz schöner Rattenschwanz, den man hier bewältigen muss, bis man dann an die erste Rüstung kommt. Muss ich mal sagen. Gucken wir mal, wie viele Pfannen wir machen können. Die Steine da müssen auch weg. Nerven mich. So, was hier? Da sind die 32 Kartoffeln drin. Wie viele Pfannen können wir machen? Ja, hallo? Immer nur eine, oder was? Bitteschön. Bringt ein bisschen was. Warum kann er denn immer nur eine Pfanne machen? Ich würde hier gerne mehrere machen. Darf ich aber nicht. Das ist komisch. Wie viel bringt das? 15 in 20 Sekunden. Ja, Clay Frying Pan. Und hier Any Frying Pan. Okay. Na, das sind die hier. Machen wir noch eine. Bitteschön. Fried Meat könnten wir jetzt machen. Sehr gut. Oder Tools Any Frying Pan. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Brech mal ab. Kann ich die hier reinpacken? Ja. Alles klar. Guck, jetzt können wir nämlich auch die Eier machen. Das war's. Ich muss ja keine 20 Stück machen, ich Idiot. Ja, ich weiß. Ganz ruhig, Q. Ich weiß. Kannst nur einen machen. Wahrscheinlich brauchen wir den Zweiertisch dafür. So, aber dann haben wir die guten Sachen hier. Zum Essen. Platz für den Pelz natürlich nicht mehr. Aber das macht ja nichts. So, ich frage mich immer noch, wie der zwei gebratene Spiegeleier in sein Inventar packen kann da. Das ist lustig. So, hier noch Platz drin? Nein, da ist noch ein bisschen Platz drin. Da kann man wieder den reintun. Das kann man reintun. Steine. Blind. Und die Seeds erstmal. Obwohl, die Seeds behalten wir und dann tun wir die Krallen da rein. Weil wir müssen ja unsere Hühnchen auch noch ein bisschen wieder füttern, ne? Wollen wir da einsammeln. Der ist da noch dran, die kannst du brutzeln. Wir haben die zwei Eier, wir haben 31 Kartoffeln noch, das sollte reichen. Gehen wir mal wieder hier oben lang. Leben ist schon wieder voll, passt auch. Mark, Mark, Mark. Geh weg, du Gans. Auf geht's, drei Stück hier. Drei Stück am Stück. Das ist eine schwarze, da ist ein Huhn. Das ist eine Kuh, hier kommst du dann nicht durch. Das war mir klar. Eieieiei. So, wo ist der Fuchs? Der ist wahrscheinlich schon wieder voll gerackt. Hier waren ja die ganzen Füchse, ne? Siehst du? Drei Stück, ist klar. Ach komm. Alter, willst du mich verarschen? Wo kommen die alle her? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Dass da alles gerannt kommt. Die sind ja immer ganz sauber in der Birne. Komm, Schweinchen. So. Ach, gestunt. Die Vögel zwitschern, das ist ja mal geil. So, da haben wir schon mal einen Pelz. Wir können jetzt gerade hier ein paar Kartoffeln essen. So, dafür haben wir die gemacht. Schweine sind okay, Wölfe sind, oder Wölfe, Füchse sind ein bisschen scheiße. Weil die halt immer weglaufen. Die Mistviecher. Und dann kommen überall neue. Mag ich überhaupt nicht. Aber so ist es halt. Kartoffeln gehen relativ schnell weg, muss ich mal sagen. Eieieiei. So, da ist nix. Next one, please. Sollte reichen, dass wir irgendwo noch ein Schwein finden, ey. Wir brauchen noch zwei Pelze. Die müssen wir unbedingt haben. Bevor es weitergeht. Hat sich nicht gut angehört. Da.
Machen wir noch Schaden, die Mistviecher. Spätestens, jetzt haben wir schon zwei. Spätestens, wenn wir so eine Waffe haben, dass wir die alle mit einem Schlag umhauen, dann geht's. Wieder zwei Stück. Daneben. Ugi weg, ich will hier durch. Na komm. Hier kommen sie nicht hin, oder was? Doch, doch, klar. Natürlich. Oh, die werden uns wieder... Hallo. Hier weg. So, danke. Wo ist der hin? Der muss irgendwo hier unten sein. Lässt du hier unser Huhn in Ruhe? Ich glaube, es hackt. Unglaublich. Unglaublich. Ja, Krallenfleisch, alles da. Okay. Jetzt kann ich auf den Tailoring-Table gehen und gucken, dass wir unsere Rüstung kriegen. Hat ja auch die Sachen hier. Können wir jetzt was bauen hier? Ich würde sagen, wir nehmen die Light. Dafür brauchen wir wieder die ganzen Ropes. Juhu! Das, was wir nicht haben. Haben wir die Ropes weggetan? Haben wir die weggetan? Nee, ne? Oder? Lass mal gucken. Da ist nix, da ist nix. Ne, wir müssen neue machen. So viele wie geht. Das wären dann 5, ne? Ja, immerhin schon mal 5. Immerhin schon mal 5. Können wir dann schon mal einen Teil machen? Ich hoffe es doch. Haben wir wieder gepennt. Nehmen mit. So, die könnten wir machen. Skin Boots können wir machen. Craften wir die schon mal. Auch 2 Leder. Wir haben 6. Okay. Der braucht 3 Leder. Das könnten wir auch noch machen. Und der hier braucht auch 3 Leder. Ja, das passt. Hatten wir ja abgeguckt, dass es genau passt. So. Na, gucke mal. Gucke mal schauen. Dauert doch ganz schön lang. So ist das halt. Danke. Craft, Inventory. Könnten wir dann direkt hier hinpacken. So. Ach, oder soll das so bleiben? Pass mal auf, dann gehen wir hier mal in die 2. Viel sehen tust du aber nicht, ne? Aber jetzt haben wir immerhin 67 Leben und 3 Rüstungen. Guck, jetzt machen wir noch Damage Taken 97%. Kriegen wir weniger. Und haben mehr Leben. Gucken wir mal gerade, ob wir noch irgendwo Leinen finden. Eieieiei. Liegt da Garbage? Warum liegt da Garbage? Weil irgendwie ist es in diesem Spiel gefühlt immer dunkel. Es ist immer dunkel. Du kannst machen, was du willst. Und da ist noch was. Komm her. Danke. Danke. Rape, Wheat, Cotton. Alles da. Nur nicht das, was wir brauchen. Einer. Really? Einer? Danke. Wir kriegen irgendwie viel mehr bei uns raus als bei den anderen. Splinters. Okay. Hier nochmal. Danke. Ich glaube, wir können umlaufen. Bis wir hier welchen gesammelt haben, ist der hinten gewachsen. Dann machen wir da wieder direkt neue drauf und tun alles Seile draus machen. So. Komm her. Sollte reichen. Siehst du, der ist nämlich schon bei 92. Ein Stück. Mal wieder 2 Seile. Oho. So. Komm. Danke. Bin wieder 4 Stück. Ropes, 6, dann sind wir bei 8. Dann können wir auf jeden Fall noch einen Teil machen. Zweite wird, glaube ich, eng. Immer diese Seile. Und warum du hier immer nackt bist, ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist auch noch ein Fehler. So, komm mal her.
Hier, genau. Guck, jetzt können wir nämlich den machen. Danke. Und hierfür brauchen wir jetzt noch Seile. Also. Lassen wir das mal, würde ich sagen. Weil wir brauchen mehr von den Leinsamen hier. Eieieiei. Mann. Ist gar nicht so einfach. Aber es macht Spaß, muss ich sagen. Zumindest mir. Ich hoffe doch dir auch. Aber davon gehe ich aus, sonst würdest du das ja nicht schauen, ne? So, 76, 77, 78 sind gleich fertig. Da haben wir schon mal eine Brust. Da können wir mal gucken, wie viel besser wir dann gekleidet sind und wie viel weniger wir abbekommen. Ja, wenn wir die jetzt noch hier reinpacken. So, hier sehen wir unser Manneken. Jetzt haben wir das hier und das hier. Jetzt sind wir bei 93% Damage taken und 72 Leben. Das ist schon mal gut. Kannst du den hier nehmen. So. Für die Beine brauchen wir jetzt noch ein bisschen Leinen, also mehr Seile. Das mache ich dann. Und wenn wir das alles haben, müssen wir dann in der nächsten Folge gucken, wie wir an bessere Waffen kommen. Da könnten wir eigentlich hier schon mal gucken. Discover Blacksmith, der braucht halt einen Kupferbarren. Das heißt, wir müssten rumlaufen und Kupfererz finden und nicht nur Steine. Gehe mal stark von aus, dass die oben in die Richtung sein werden. Aber Nahrung ist am Start. Jetzt sogar Spiegeleier, Fleisch und so weiter. Sollte eigentlich klappen. So, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und falls du nicht genug bekommst, darfst du dir jetzt gerne eins der beiden Videos angucken, die angezeigt werden. In diesem Sinne, ciao mit V.